Da sind wir wieder. Hallo. Und wir müssen irgendwie den Assistenten hier von El Emissario verhören. Und Damit es sah der ein uns den bisschen Code aus, gibt. als wäre der in einem Fahrzeug. Oh, meine Figur sagt auch sofort, ich mach das, ich fliege. Die ist genau wie ich drauf. Sehr gut. Tatsächlich fährt er durch die Gegend. Ja, ist gar nicht weit weg von hier. Ich habe den gerade mal markiert. Oder? Ja, habe ich. Aber ich sehe ihn nicht auf der Map. Hallo Revo. 114 Kinder, was ist denn hier los? Ah. Der Wahnsinn. Das ist aber ein schönes Gebiet. Oh. Hinten gab es Alarm. Hä? Ziel Getötet. getötet. What the fuck? Aha. War niemand Hier von ist. uns. Das war die Explosion anscheinend. Wie ist denn das bitte passiert? Oh, sorry, das, ja. Was? Was für eine Nee. Aussprache? Irgendjemand schreibt im Chat gerade, irgendeine Aussprache sei komisch gewesen. Haben wir was komisch gesagt? Autsch, Mein diese Name Aussprache. komisch? Was haben wir denn gesagt? Weiß nicht. Vielleicht den Namen El Emissario oder. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. So, warte mal, ich gucke nochmal, dass ich die nochmal kriege. Oh, das ist auch gleich hier um die Ich Ecke, die werde ist sogar noch ihn. ausgewählt. Alex, steigst du bei mir mit ein? Ah ne, Franz, kommst du bei Ja, ich mir mit komme. rein? Dann kannst du vielleicht aus dem Auto rausschießen, falls der tatsächlich fährt. Ja, der fährt. Alex, ich fahre dir mal hinterher. Oh, ja, okay. Achtung, ich sehe den Assistenten. Gut ziehen, wir brauchen ihn lebend. Okay. Ja, hier ist nichts. Das ist noch ein Stückchen weiter unten. Ah, Ronan! Grüß mal Also, die ich sehe Sarah, niemanden. die ohne Passwort zugucken muss. Hallo, Sarah! Da sitzt er doch! Sehe Hä? hier niemanden. Wie Das ist ist denn der der? Typ! Der sitzt doch da Sehe einfach auf der niemanden. Straße! Hier sitzt er! Da ist bei mir nichts. Geil! Ich dachte gerade, du willst mich verarschen. Der Typ sitzt da mitten auf der Straße. Ich verhöre ihn mal, ja? Gut, dass ich Ja. nicht überfahren habe. Warte mal. Ach, jetzt seh. Gut, im Stream bei dir sehe ich den. Krass, okay. Du stehst bei mir jetzt auch gerade nur rum. Oh, Mann. Nein, ich will die Schussfotos nicht sehen. Gib mir den Zugangscode, dann sind wir fertig. Ja, du gehst eh so. Was ist los mit Ihnen? Hassen Sie Kinder oder was? Alter, willst du heim zu Gustavo und Felipe? Dann gib mir den Schusscode. Tu bueno. Er ist 654375. Wirklich, ich schwöre. Bowman, wir haben den Code. Ich sende Ihnen einen Virus, den Sie in die Automatisierungssoftware der Fabrik Geil. haben. Dadurch wird der Prozess beeinflusst und das Kokain verunreinigt. Wenn jemand versucht, So. ihn zu beseitigen, sind die Maschinen Schrott. Das kostet Santa Blanca viel vom Produkt und legt die Fabrik über Monate lahm. Oh, jetzt fühle ich mich mit dem Moped und ein bisschen wie Daryl Dixon. Der Sunnygirl, ich habe das geändert. Und ich hatte auch, ich habe gesehen, dass das falsch geschrieben war. Und dann habe ich gesagt, korrigier das. Hat er aber scheinbar nicht gemacht. Müsste jetzt richtig sein. Ich habe den Hat sich Titel auch. vom YouTube-Stream falsch. Ja. Stand da, große Brüste. Nee, ich hatte geschrieben wie immer, Titten, lange Titten, Tralala. Penisse. Titten, Tralala. Oder. Ich weiß doch, es gibt ein Lied von den Kassierern, das kann ich jetzt aber nicht sagen, du willst die Folge ja noch hochladen. Pack die nee, aus, oh, jetzt weiß ich auch, warum das wegen der Aussprache da war. Und zwar Daniel Butler 2001 hatte geschrieben, dass wir die spanischen Namen sehr falsch und albern aussprechen. Und er als Muttersprachler kann das besser. Aber soll er vielleicht mal so komplizierte Namen wie Fritz aussprechen? Oder Franz? Wollen wir mal sehen, ob er das besser aussprechen kann? Das spricht er bestimmt total falsch aus. Was haben wir denn falsch ausgesprochen? Der sagt bestimmt automatisch dann immer El Fritzo! Oder Los Franzos! So funktioniert das bei den Spaniern. Wenn es mehrere von mir gibt, dann sind es die Los Franzos. Hatten wir tatsächlich, ich hatte ja Spanisch in der Schule und als es dann um Zeiten und so Tage und Wochen und so ein Zeug ging, war die Frage, was denn jetzt wohl Wochen auf Spanisch heißt. Und es hat sich echt Mädel gemeldet und meinte Los Wochos. Die Werbung funktioniert. Sehr gut.
Ah, scheiße, der Daniel ist Deutscher und Spanier. Fuck. Ja, Mist, der kann beides. Ach, das ist ja gemein. Aber du kannst das gerne korrigieren, wenn wir falls... Diese verdammten Könner machen. Immer überall. Alle können was. Das ist doch doof. Easy. Voll unfair, mein Motorrad ist viel langsamer als eure Bob. Karre. Nein. Ups! Ah! Hab ich witzigerweise hast du ihn so geparkt, dass ich ihn direkt erschießen konnte. Ich musste nichts machen. Alex, fahr nicht so weit vor, hier ist alles voll. Der ganze Fritz, Ort ist voller Gegner. Fritz hat wieder alles mit Booster voll gemacht. Apropos, willst du mal Booster anmachen? Was? Ich soll einen Booster anmachen? Ja, dachte ich. Die wären doch nur schlecht, oder? Oh, Scharfschütze! Ah, sieht er mich? Das wäre natürlich mega unangenehm. Oh, hab ich die erwischt? Da kommt ein Helikopter. Nee. Da, warte mal, dann schaue ich mal kurz ins Menü und bei der Ausrüstung und bei Statistik war das. Ne? Jetzt ist Alarm jetzt hier, auf jeden Fall. Dann mache ich jetzt den anderen Booster auch noch an. So, Booster ist aktiviert. Ja, geil. Werden sie euch voll geboostert hier. Das ist doch das, was die beim Kölner Karneval immer rufen, oder? Alarm! Ich war noch nie im Karneval. Du hast doch gelernt. ich weiß nicht, ob ich das gelernt habe. Auch Fabian hat heute gab heute Bromentare von Fabian, wie das mit dem Hack bei ihm gelaufen ist und so. War sehr, sehr spannend, sich das mal anzuhören. Weil er hatte mir das nur so kurz geschildert und das war jetzt die lange Version. Ganz abgefahren. Wieso, was war denn da passiert? Ja, hat irgendein Hacker-Fraggle hat halt sich Zugriff auf sein Haupt-E-Mail-Konto verschafft. Achso, okay. Und damit war halt alles weg, weißt du, weil du kannst ja die Passwort-Zurücksetzen-Funktion. Ja. Damit kannst du ja alles kriegen quasi, ne? Ja. Ich hole uns mal Boys dazu. Ich habe Hakatari um Verstärkung gebeten. What the fuck? Oben scheint ein Scharfschütze zu sitzen, ne? Oh ja, da wird's. Was ist denn hier los? Guck mal, von beiden Seiten. Hab ihn rausgenommen. Das Dumme ist, dass die andere Truppe ja auch noch hinter uns ist. Ach so. Ich spreche das ganz okay aus meistens, aber trotzdem finde ich den deutschen Akzent lustig. Okay. Ja, Köller-Alarm rufen die, ne? Köller-Alarm. Ja, weiß man ja. Ach so, wie wurde er gehackt? Welche Methode? Keine Ahnung. Jemand hatte Zugriff auf sein E-Mail-Konto. Aua! Der Heli ist da. Und hat sich so deine ganze Scheiß gemacht. Ja, kann Brute Force gewesen sein, weiß ich nicht. Er meint, das war jetzt kein Scheiß-Passwort. Oh, das ist ein Freund. Und was ich halt spannend fand, er hatte dann Kontakt mit dem Hacker, ne? Er hat sich selbst eine E-Mail geschrieben und hat gesagt, ey Kollege, ich finde das nicht so witzig. Ist schon ganz, ganz verrückt. Hat der geantwortet? Ja. Und was hat er gesagt? Er hat jetzt Kontakt mit dem, ne? Er hat auch mit dem gesprochen und er hat ihn halt auch gefragt, so weil Fabian meinte, es wäre halt cool. Also Fabian konnte halt nicht verstehen, dass jemand so ein Talent hat. Also so was kann halt und das für so einen Quatsch einsetzt, so, ne? Ja. Und er hat ihn halt gefragt, ob die beiden, ob er nicht Bock hätte, mal quasi ein Bottle Bros mit ihm zu machen, so anonym im Chat und ihm einfach mal zu erzählen, so wie er auf den Trichter gekommen ist, das zu machen und so. Fand ich witzig. Ja. Ja, aber Fabian ist echt, war wohl richtig, richtig kacke einfach. Kann man sich ja vorstellen. Ja, klar. Und ich meine, ne, bei mir mit meinen 300 Twitter-Followern wäre das relativ lax so, ne? Ich kann auf den Account auch verzichten, aber bei Fabian, der lebt halt von dem Kram, ne? Ja, hallo. Jetzt, wie lange hast du noch? Ich habe noch 20 Sekunden. Oh, sorry, ich habe nicht mitbekommen. Ich bin wieder am Loop. Nee, ist nicht schlimm. Ich habe jetzt auch eben gerade auch ein bisschen geguckt, was der Chat schreibt. Ich kann aber auch kommen. Ich bin direkt bei dir. Ich hole dich einfach. Ja, dann. Oh nein, warte, hier ist direkt ein Schuss. Müssen wir gucken, dass da Gegner sind. Aber Alex lenkt die, glaube ich, gerade ab. Hey, die Santa Blanca. Ich weiß auch gar nicht. Ich glaube, das ist noch gar nicht das Gebiet, wo wir hin sollen. Bin mir gar nicht so sicher. Weil das irgendwie aussieht, als wäre das noch so weit weg, irgendwie über 300 Meter.
Ne, das ist hier direkt. Ein Ding weiter. Okay, lootet ihr auch hier noch rum? Ich will mich nicht schlecht fühlen müssen. Sollen wir genauso gierig sein wie du? Was ist denn hier eigentlich los mit unserer Verstärkung? Da ist ja unglaublich viel Rebellentrupp im Ort. Oh, da ist ein Scharfschütze oben im Turm. Ah ne, das ist kein Scharfschütze, der steht da. An der Minigun war einer gewesen. Hast du den? Oh fuck, also hier ist ein Jeep. Hier ist ein Jeep vorgefahren. Und direkt neben uns, oder? Granate fliegt. Nehmt das. Oh, Rebell, nicht dahin! Oh, so eine Wurstrakete, ey. Oh, ist da reingelaufen, oder? In ja. Die nach Explosion. Nee, in meine Granate. Ich hatte. Oh, hier mit zwei Maschinenpistolen. Ja, und meine Hand hing an meiner Tastatur fest. Ich konnte die Maus nicht mehr weiterdrehen. Alle noch ganz. Wir haben ein. Achso, hier ist. Oh, da ist eine Waffenkiste. Wo denn? Hier hat das Dorf ist einfach zweigeteilt quasi, ne? Da ist auch unsere Mission. Das ist aber ein Hubschrauber. Erfahrungspunkte, ja tatsächlich, wir sind aber echt noch ein Stückchen von entfernt. Ruhig, wir haben noch eine Gelegenheit, uns von der Bahn überfahren zu lassen. Geil. Das ist ja genau die Idee. Die dumme Alarmanlage. Oh no, ich bin rausgefallen, kann ich hiermit aufstellen? Oh ne, ich bin von der Holzkiste gelandet, alles schön. Aus dem dritten Stock runter auf eine Holzkiste, alles safe. Hier vorne ist ein Raketenwerfer. Nicht ein Raketenwerfer, sondern Raketenabwehr. Machen wir kaputt. Raketenluftabwehr. In dem Fall ist dann tatsächlich, also da ist das Sprichwort mach kaputt, was dich kaputt macht, sehr realistisch. Wenn man die Raketenabwehr kaputt macht. Weil die macht einen kaputt. Kaputt. Ich mag ja das Saufen, aber das Verkleiden und die Kälte eher nicht. Ja, deswegen, aber Verkleiden finde ich tatsächlich ganz witzig. Muss das ja nicht so blöd machen. Wow. Ich verstehe das immer nicht so richtig, warum diese Veranstaltungen bei so kaltem Wetter sein müssen. Also warum machen die den nicht einfach im Sommer? Gibt's auch im Sommer. Wie? Gibt's zweimal? Jack im gibt's seit ein paar Jahren. Ja. Was? Wie heißt das? Jack im Sonnenschein. Das ist ja cool. Ihr wollt auch einfach nur immer wieder Gelegenheiten haben, um euch in den Straßen vollsaufen zu lassen, ja, oder? Ja, das ist tatsächlich die große Kunst. Da hast du sehr schön Worte gemischt, Fritz. Wieso, was hab ich gesagt? Voll saufen zu lassen, ne? Ja, ihr wollt Gelegenheit haben, euch in den Straßen voll saufen zu lassen. Das ist also, wie muss ich mir das vorstellen? Oh, kann dieser Tank da explodieren? Oh, ich bin in dem Tutorial-Video bin ich genau hier lang geflogen. Natürlich unter diesen Rohren durch. Da ist noch ein Bösewicht, da seht ihr den? Ja. Oh, hast du. Vorsicht, Fritz, ich hab eine Granate geworfen. Bleib mal zurück. So, sorry. Oh, hier sind überall noch ein paar. Droht ihr nochmal gerade bitte? Yep. Ich drohne höchstens. Ich drohne nicht mehr, ich drohne. Oh, ich wollte mich hinlegen mit Y. Oh, was ist denn jetzt hier passiert? Leg dich hin! Hier hinten ist eine Waffenkiste. Da kommt ein richtiger Haufen. Ja, neue Handfeuerwaffe. Wo seid denn ihr? Fuck, da war noch ein Vorrat gefunden. Oh, fuck, Alter. Oh, fuck. Ja, fuck. Da ist alles voll mit Typen, das war richtig dumm, ey. Ach du Scheiße, wie soll ich denn da jetzt hinkommen zu euch? Der Karneval-Fasching-Feiern kommt eigentlich vom Vertreiben des Winters. Das im Sommer zu machen, ist nicht so erfolgreich. Ah. Ja, aber sowas ist doch heutzutage egal. Stimmt, seitdem wir Heizung haben. Ach, Jahreszeiten, das sind bürgerliche Kategorien. So. Halt mal. Ja, ich meine, ist doch wie Weihnachten. Wer feiert denn Weihnachten noch irgendwie wegen irgendwelchen Jesus-Geschichten? Da geht's doch um die Geschenke. Wer ist Jesus? Das ist so ein Religionsheini. Oh, okay. Ist das der auf dem fliegenden Teppich? Nein. Das ist der Einhornminister. Ach Mist, jetzt haben sie mich auch erwischt. Aber es war auch klar, dass ich da nicht zu euch hinkomme. Mr. Checker sagt, Amazon liefert erst Mittwoch. Das tut mir leid, aber dann kannst du ja uns zugucken. Das ist mindestens genauso cool. Was denn liefern? Das Spiel wahrscheinlich, ja. Achso. Welches jetzt hier? Ghost Recon? Ja, das schreibt gerade hier im Chat, das tippe ich mal. Aber das kann man sich doch als Download-Version kaufen. Das stimmt auch. Aber vielleicht hat er eine Playstation oder so. Aber das gibt's da auch als Download-Version. Da geht's auch. Oder er wohnt nur auf dem Land, das kann auch sein, da dauert es halt länger. Aber ja. Da könnte man. Alter, was ist denn hier mit den Krähen los?
Stimmt, Jesus ist der auf dem Raptor. Ja, das stimmt. Nirgendwo in der Bibel steht, dass Jesus kein Raptor war. Okay, da wären wir. Sobald wir drin sind, schalten wir die Kontrollsysteme aus, vernichten alles Kokain und setzen uns ab. Hier ist, da war ein Böspalm. Habt ihr den gesehen? Nee. Ich hab ihn mal rausgenommen. Ah, aber seine Buddies haben es, glaube ich, genau gesehen, oder? Nee, die scheinen aber noch nicht aufgeregt zu sein. Ich schmeiß mal auch meine Drohne raus. Ja, ja, das ist es geht also immer darum, wer den coolen unsichtbaren Freund hat. Hier gelangen sie in die Kokainfabrik. Bom. Boah, das wird, glaube ich, echt mal wieder eine tafte Schnafte. Ja, das ist nicht so ohne. Ich sehe 10. Das ist gar nicht so ohne. Da ist schon der nächste. Ach, 10 ist ja nichts. Ich kann nochmal in die Häuser reinschauen. Auf jeden Fall. Hui. Da kommt ein, das ist ein roter Laster. Was ist das denn? Hä? Was für ein roter Laster? Der bringt die Seiten? Du hast die Minimap nicht. Hier auf der Karte ist ein roter Laster erschienen. Wer bringt die Prostituierten? Oh, da ist er. Ach, hier ist ein. Oh, der hat sein Laster dahingestellt und einen Container gerammt, irgendwie. Dafür muss er sterben. Dass die immer diese Drohnen nicht bemerken, ich meine. Ja, also die sind ja auch eigentlich die großen Drohnen, die so weit fliegen, die sind ja auch echt turbolaut. Ja, gut, aber die merken ja manchmal nicht, wenn wir mit dem Hubschrauber kommen. Apropos Hubschrauber. Da oben ja, ist das einer. Ist. Kokain ist halt schlecht für die Ohren. Das ist Unidad. Vorsicht beim über die Straße gehen. Denkt dran, die überfahren euch hier wie nix. Okay, ich bin jetzt schon mal hier ein bisschen vorgeschlumpelt. Das ist der Fachbegriff. So, ich hab die Lautsprecher ausgemacht, den Alarm. Dann kann man doch arbeiten. Hier sind überall kranke Tiere. Die schlafen hier nackt. Naja, die sehen sich halt auch aus. Zum Schlafen, ne? Ja. Denen geht's gut, ne, Fritz? Denen geht's super, die freuen sich. Gut. Die freuen sich auf dich. Wo ist denn der Typ hier? Und wo soll hier die... Hier ist irgendwie einer um die Ecke. Oh shit, sorry, ich hab daneben geschossen. Ach, verdammt. Hä, ist der in der Wand drin oder was? Oder oben drauf. Hier ist eine zugemauerte Wand. Hä? Strange. Wir sind in einem Schlachthof und die sagen, mach das Schwein fertig. Naja, mach halt fertig. Der Kollege ist in die Pause gegangen und du sollst dran. Wer schießt denn da schon wieder laut? Ja, ich bin entdeckt worden. Hier draußen ist gerade Party. Ich muss mal gucken. Allmächtiger. Ach. Mich jetzt draußen erwischt. Egal, bleib da, da sind draußen 2 Karren. Aus. Ich loote mal schnell. Ach. Sag mal, bist du irgendwie einen riesen Umweg gelaufen? Ich wollte von außen ein paar Leute wegholen, aber ich habe leider daneben geschossen. Oh scheiße, ich habe aus Versehen den Granatwerfer drauf gehabt. Okay, also, soll ich da jetzt noch hinkommen oder nicht? Nee. Das ist echt ein bisschen nervig, dass der die... Oh. Ihr habt jetzt gleich... Ja, ich hab mir... hinter mir war standen E3. Das ist echt ein bisschen nervig mit dem Umschalten bei den Waffen. Dass er nicht, wenn du stirbst, wieder auf Standard zurückschaltet. Franz, du hast jetzt da 3, 4, 5, 6 Leute um dich rum. Jetzt sind auch schon ein paar bei dir im Haus drin. Nehm das. Hinter dir. Okay, ist raus. Jetzt muss ich natürlich nachladen. Oh Gott, das wird aber... Im Haus sind jetzt 5. Oh, Johnny! Oh. Ja, das überlebe ich nicht. Ich habe die... du bist so gierig, ja, das stimmt. Raff-Franz rafft wieder. Der hat die ganze Zeit... Ich habe quasi aus der Hüfte schießen wollen. Und die Waffe steckt aber unten in der Deckung. Und hat nicht geschossen. Aber ich war eher ein bisschen überfordert mit der Gesamtsituation. Wie machen wir das? Das wäre eigentlich auch ganz gut mit einem... Also... Dieser Weg außenrum, der ist, glaube ich, Quatsch. Ich glaube, der Weg durch die durch den Schlachthof ist gar nicht so doof gewesen.
Franz. Der Weg durch den Schlachthof war gar nicht so doof. Und wenn man durch den durch ist, dann eher so ein bisschen links halten und dann muss man ja nur noch direkt drauf zu. Wir müssen ja nicht alle ausschalten. Ach scheiße, jetzt sind wir ja ganz schön weit weg. Oh, das sieht so cool aus, wenn du in diesen Weizenfeldern läufst. Die Krone ist oben. Ich sehe noch einen. Macht fünf. Hier waren wir eben drin, ne? Sie haben ein Luftabwehrsystem? Mit dem sind sie. Ich habe einen erwischt. Ich habe mal die eine Wache da ausgeschaltet. Die stand da so verlockend. Probieren wir mal ein Glück auf 200 Meter auf den Typen, der im Turm sitzt. Wir haben Alarm am Start. Warte mal, ich leg mich dazu hin. In die 1? Ja, auf die 1. Oder hast du die? Gucke, dass ich den auch sehe und dann kann ich double tappen, wenn du auch. Also den habe ich eben genau nicht getroffen. Okay, pass auf. Ich versuche mein Glück in 3, 2, 1. War mega. Unidad-Vogel im Anmarsch. Unten bleiben. Oh, die haben jetzt dressierte Vögel auf sich. Nur mal gerade gucken, wie das mit dem Scout zufällig. Oh, da ist hier oben jemand. Ne, das sind der Laster. Ist auch so geil. Jetzt fahren die Rebellen halt einfach an dem Stützpunkt vorbei, statt mal irgendwie ein bisschen mitzukämpfen. Nö. Dafür haben sie uns nicht eingekauft. Gut. Ich habe die Waffenkiste übrigens noch gar nicht. So, Alarm ist aus. Oh! Tristario, dankeschön. Hast mich sehr erschreckt. Der Text. Oh, hier ist ja direkt ein Johnny. Hast du ihn gesehen, Fritz? Scheiße. Ich habe daneben geschossen. Hab ihn. Oh fuck. Ich habe dummerweise genau in die Fässer reingeschossen. Ich mach mal kurz da oben die Waffenstellung weg. Was schicken die denn jetzt da raus? Die ganze Zeit Raketen oder was? Ich schick mal den 1 da. Wutz. Aber wir sind jetzt eh laut, oder? Nee, noch nicht so richtig. Sie wissen, dass was los ist, aber sie wissen nicht, was es genau ist. Hier kommt jetzt einer. Glaube ich. Ah ja. Also hier wäre ein Auto mit einer Kanone drauf übrigens, ne? Wenn richtig Alarm ist. Ja, aber ich glaube, wir sind da zu ungeschützt in dem Auto. Über die Straße kommen jetzt auch hier ein paar. Ich schleiche mal ein bisschen durch die. Ah, guck mal, die rechnen nicht mehr mit uns. Von hinter uns kommen Verstärkungen. Und die haben mich, Mist. Ich versuche mal, lenkt ihr die mal ab. Ich versuche mal ein bisschen durch die Häuser hinten bis zur Fabrik zu kommen. Nein, aha. Der ist an der Kante hängen geblieben, der Bob. Ich wollte in Deckung gehen, aber er ist an der Kante lang geschrumpft. Oh, nein. Ja. Das gucke ich mir jetzt an, ob die Spielfigur doof ist oder du. Beide. Bei euch ist jetzt aber volle Action, oder? Ja, da sind jetzt 5, 6, 7 Leute. Erstmal blöd, ich hätte Nachtsicht anmachen müssen, dann hätte ich die mit dem Auto wegmachen können. Aber dann wollte ich dich holen, hab gesehen, dass das nicht geht und dann wollte ich mich verstecken. Aufpassen, Fritz, die kommen jetzt Richtung dir, ne? Seid ihr weit im Spiel? Wir sind beim. Das ist. Die dritte Region, die wir gerade befreien, ja. So, da kommen jetzt noch 4. Links ums Haus rum ist auch noch einer an der Ecke, der kommt jetzt raus. Bei mir auf meiner Leiche sitzt einer. Ja. Einer an der Straße noch, der kommt jetzt da auch. Ich komme jetzt auch gleich wieder. Shit. Okay, wir sind wieder da. Es gibt keinen Abbruch. Das machst du sehr gut, Fritz. Ich wollte gerade sagen, ich schalte hier gerade echt Kommando-Style-mäßig aus. Du bist einfach ein Survivor. Ne, aber hallo. Deshalb mag ich auch diese Survival-Spiele so gerne. Ich hoffe, dass es nur noch solche Spiele Alter, geben wird. Rechts ist irgendwas explodiert. Weißt du, was ich richtig cool fände? Wenn es noch mehr Survival-Spiele geben würde, was ich aber geil fände. Die sollen die noch gar nicht richtig fertig machen, sondern die sollen die unbedingt schon spielen lassen. Ja, ja. Wo eigentlich noch nichts drin ist. Aber das wäre total cool, weil dann würde ich mich mega wichtig fühlen.
Ich hoffe, dass das auch die Zukunft ist. Also weißt du, was ich auch cool fände? Während dieser Phase, wo das Spiel noch nicht fertig ist, könnten sie aber trotzdem noch DLCs verkaufen. Das wäre total geil. Das wäre halt mehr als ein, oder? So richtig viele eigentlich. Soll ich die, massig halt. 100 die Luftabwehr mal zerstören? Nö, wir gehen jetzt hier mal zu der Basis. Kommt mal zu der Station. Ist leider okay. Jetzt gerade kaputt gegangen. Nicht schlimm. Als du nee gesagt hast, hatte ich die Granate schon geworfen. Gibt eine neue Handfeuerwaffe. Yay, ich auch. Geil, das kann ich gebrauchen. Geil, sagt er. Was ist jetzt los? Oi. Im Turm ist ein Scharfschütze. Laut Aufklärung haben sie ein altes Schlachthaus zu einer Koksfabrik umgebaut. Da habe ich keine Zeit mehr. Das hier ist eine Hausnummer. Macht keinen Unterschied. Je größer sie sind, desto heißer brennen sie. Klar, was ich meine? Na komm, guck raus. Du hättest gerade fast eine neue Hüfte gebraucht, Alex. Da kommt ein Auto. Scheiße, Verstärkung kommt. Da kommen noch mehr von denen. Ich glaube, da kommen zwei. Shit. Hallo, Hapsi. Oh, no. Hab ihn. Ich hab keine Granaten. Granaten müsste man eigentlich mal leveln, ne? Zwei sind ein bisschen wenig. Ja, ich hab einmal ein Level-Up draufgepackt. Ich versuche mal über den Steg hier an der Seite zu gehen. Ah, okay, der. Ich find's geil, dass er auch den Granatwerfer nicht automatisch nachlädt, ne? Macht er nicht? Nee. Nur, also wenn du nochmal auf Schießen drückst, dann lädt er erst nach. Ah ja, stimmt. Das macht er beim Scharfschützengewehr auch manchmal. So, jetzt habe ich einige ausgeschaltet. Da sind aber nur noch zwei. Ja, warte mal, da gehe ich gerade hin. Wow. Oh, die mögen mich besonders gerne. Irgendein Generator ist hier hochge... Ja, ich hab shit. Shit, die haben mich gemacht. Fuck. Der ist... die haben mich gemacht. Fuck. Seid ihr beide down? Waren das nicht deine Eltern? Auch die. Haben die dich gemacht? Fuck. Ja, nein, die haben mich nicht gemacht, fuck. die haben gemacht, fuck, und dann warst du da. Genau. Die haben nicht mich fuck gemacht. Das ist selber passiert. Das finde ich, das ist auch gesünder für alle Beteiligten tatsächlich. Ich gebe mal den Code ein. Gut, wir sind drin. Zuerst in den Kontrollraum. Verstanden. Ihre das. Irgendwie scheiße dunkel hier drin. Ja, ich habe mein Nachtsichtgerät angemacht, da ist immer nur blöd, wenn man in eine Lichtquelle guckt, ne? Okay. Jetzt machen wir hier die Koksmaschine kaputt, oder was? Die Folge ist übrigens schon wieder 28 Minuten lang. Dann machen wir hier eine Pause und in der nächsten geht's weiter. Geili! Bis dann, ciao! Bis gleich, ne? Welcher Knopf? Der.